Ein wenig Aufregung war zu spüren bei der Einweisung zum Fahrsicherheitstraining auf dem ehemaligen Militärflughafen Pödnitz bei Ribnitz-Damgarten. Für die Busfahrer des Verkehrsunternehmens Rebus sollte es gleich richtig zur Sache gehen. Slalom, Vollbremsungen und viele andere riskante Fahrmanöver standen an diesem Tag auf dem Ausbildungsplan. Sicherheit ist bei Rebus großgeschrieben. Neben den pflichtgemäßen Weiterbildungen für die Fahrer stehen deshalb auch regelmäßig Fahrsicherheitsübungen im Programm. In dieser Größenordnung fand das Training allerdings zum ersten Mal statt. Das ist mein Großprojekt 2016. Ich versuche jedes Jahr für meine Fahrerinnen und Fahrer, für unsere Mitarbeiter dort mal ein Großprojekt aus Sicherheitsgründen durchzuführen. Wir haben im letzten Jahr zusammen mit dem Kreisfeuerwehrverband Güstrow eine Brandschutzübung durchgeführt. Wir haben dann da wirklich 9.02 Uhr damals den Notruf 112 abgesetzt und haben das alles mal in echt laufen lassen. Ja, so dass die Fahrer auch mal das Gefühl kriegen, wenn ein Unfall passiert, wenn ich Verletzte habe, was bedeutet das eigentlich? Ja, und so versuche ich jedes Jahr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowas in der Richtung zu inszenieren. An insgesamt 3 Samstagen im April konnten sich die rund 100 Fahrerinnen und Fahrer des Unternehmens optimal auf mögliche Gefahrensituationen im Verkehrsalltag vorbereiten. Mögliche Szenerie, die Bremse versagt oder die Servolenkung fällt aus. Jetzt. Unter diesen Umständen den Bus noch um die Kurve zu lenken, ist ein echter Kraftakt. Doch alle Teilnehmer haben diese riskante Situation gemeistert. Sehr schön. Unterstützung kam von den Mitgliedern des Technikvereins Pödnitz. Mit einem Tanklöschfahrzeug sorgten sie für einen weiteren Überraschungseffekt. Schließlich sollte auch das Bremsen auf nasser Fahrbahn getestet werden. Es ging schließlich nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern vor allem darum, in Bruchteilen von Sekunden für die Fahrgäste die richtige Entscheidung treffen zu können. Thomas Denecke ist Omnibusfahrer mit langjähriger Berufserfahrung. Dennoch gab es auch für ihn einige brenzliche Situationen. Das Brenzlichste, erstmal hier hinter dem Sprinter zu fahren und dann erstmal wirklich zu sehen, wenn der bremst und mit einem Abstand, dass man dann auch noch hinter dem Sprinter zum Stehen kommt. Ne, wir haben ja nur jetzt versetzt gefahren, damit wir ihn noch nicht weghauen. Ne? Sonst wäre es ja natürlich, glaube ich, einige Male heute schief gegangen. Ne? Aber jetzt kann man mal sehen, gerade so im Stadtverkehr bei uns so, wenn dann eben Lückenspringer sind und dann eben diese Sicherheitsabstände nicht einhalten, was kann passieren? Ne? Bei allem Ernst, auch der Spaß durfte natürlich nicht fehlen. Spätestens als vom Bus auf Fahrzeuge des Technikvereins Pödnitz gewechselt wurde, kam jeder voll auf seine Kosten. Hier konnte man erleben, wie Fahrzeuge in Extremsituationen fahrphysikalisch reagieren. Auch Rebus-Chefin Simone Zabel ließ es sich nicht nehmen, einmal mit einem alten russischen Lastkraftwagen über das unwegsame Gelände zu fahren. Das war super, das muss man echt mal gemacht haben. Adrenalin pur, man hat Angst dabei, also gerade wenn der Berg so kommt und wenn sie gar nichts sehen, Himmel und dann plötzlich kippen sie runter, das war schon Action pur, aber es hat echt Spaß gemacht. Aber der Technikverein Pödnitz hatte noch mehr zu bieten. Auch eine Fahrt auf dem tonnenschweren Schützenpanzerwagen gehörte für die Rebus-Mitarbeiter dazu. Der Technikverein bietet solche Fahraktionen auch für Privatleute an. Unser Museum ist ja dafür bekannt, dass wir nicht nur hinter der goldenen Kordel unsere Autos hinstellen, sondern wir möchten die Technik des ehemaligen Ostblocks ja so nah wie möglich machen. Aus diesem Grund bieten wir tatsächlich diese Fahraktion an. Entweder in dieser Form oder aber unser Museum hat natürlich am Wochenende oder in der Woche auch geöffnet. Und dann sind tatsächlich einige Fahraktionen für jedermann hier buchbar.
Rebus will künftig mindestens alle 2 Jahre große Fahrsicherheitstrainings durchführen, dann eventuell mit anderen Übungen und Überraschungen für die Fahrer. Positiver Nebeneffekt: Das Unternehmen tut etwas für die Mitarbeiterbindung, denn auch die ist letztlich entscheidend, wenn es darum geht, verantwortungsbewusste Busfahrerinnen und Busfahrer im Landkreis zu halten.